Herzlich willkommen auf meinem Kanal unterwegs in Deutschland. Mein Name ist Miguel Gomez. Ich bin ein Krebspatient, das die Medizin von dieser Welt sagt, dass ich nur 3 Jahre zum Leben habe. Aber ich glaube an Gott, er wird mir mehr Jahre schenken wie diese 3 Jahre. Aber ich komme heute hier für ein ganz besonderes Video mit euch zu machen. Wir kennen kein Weihnachtsfeier. Für mich dieses Jahr Weihnachten ist besonders schmerzhaft. Ja, für mich ist schmerzhaft. Es tut mir mein Herz weh. Wieso und warum? Mein Herz weh tut. Ich werde jetzt in dem Video zeigen und sagen, wieso ich diese Nacht zum Beispiel nichts geschlafen habe. Wieso ich für mich dieser Weihnacht sehr traurig ist und ich kein Weihnacht feiern will. Also gehen wir jetzt zu dem Video. Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal und auf mein Video. Ich will euch teilen Bewegung und Gedanken in diesem Weihnachtsvideo zu euch sagen. Ich will euch sagen, wieso und warum ich so traurig bin, wieso ich kein Weihnachtsfeier bin. Also in dieser festlichen Zeit habe ich mich diese Jahre einen Rückblick gemacht über mein Leben und in den Platz, wo ich vorbeigegangen bin. Und in der letzten Zeit bin ich mehr mit Obdachlosen zusammen und reden wir über die Situation, die sie erleben, was die haben und was am besten wäre für den. Natürlich, ich werde versuchen, das euch mitzuteilen, wieso und warum ich dann kein Weihnacht feiere. In diesem Weihnachtsvideo werde ich euch das sagen. Also, für mich ist es sehr traurig, in Gedanken zu haben, zumindest, dass wir diese Weihnachten mit der Familie so viel Geld ausgeben. Dass die gesamte Welt in dieser Zeit so viel Geld ausgibt, für 3 Tage, wo dann gar nichts bringt. Man soll, klar, man soll sich weihnachtlich mit der Familie zusammen feiern. Ich bin nichts gegen. Man soll das machen. Aber man soll auch nichts. Die Leute, die in diesem Moment unter Kriegsbedingungen leben, in Gazastreifen zum Beispiel, ist die letzte, dass man mehr in die Neues, in die Nachrichten bekommt. Lasst uns zusammen diese Botschaft weiter teilen, das will ich sagen. Wieso? Wegen diese armen Leute können nichts dafür, für die Umstände, was sie in seinem Leben haben. Man kann heutzutage schnell obdachlos werden. Und ich glaube, das ist unsere Pflicht, von wer ein besseres Leben hat, die Armen zu helfen. Das hat Jesus uns so gelernt und das muss man machen. Und ich diese Jahre sowieso, meine Schwester ist auch gestorben. Dass ich mehr mit Obdachlosen geredet habe und ein bisschen mehr empfunden habe, wie die sich fühlen, habe ich keinen Bock. Keinen Bock zum Weihnachtsfeier dieses Jahr. Und werde auch nicht. Ich werde Geld, wo ich zum Weihnachten nochmal gefeiert hätte, sagen wir 100 Euro von mir allein, werde dann diese Geld schenken oder Essen kaufen und dann irgendjemand geben. Das ist mein Gedanke für diese Weihnachten, dass ich für die anderen da bin. Das ist das, was ich sagen will. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Das war ein kurzes Video, das ist nur Weihnachtswünsche und Nachdenken anregen. Vergesst nicht, den Kanal bitte zu abonnieren. Irgendwo hier unten steht ein Link, wo du das abonnieren kannst. Und bitte teilt dieses Video mit. Wegen ich stimme gut für mich, gut für dich.
wenn du unterschreibst oder subscribst oder abonnierst meinen Kanal, weil so bekommst du immer mit, wenn ich ein neues Video habe. Ich wünsche dir einen sehr und angenehmen Weihnachtsfeier. Ich wünsche dir vieles Gottes Segen für dich und Familie, dass Gott reichlich Segen für euch geben. Und bitte vergesst nicht, wenn du ein Obdach los bist, schenk mindestens ein Wort zu ihm. Das bedeutet schon viel, wenn man das so macht. Und aus dem Grunde sage ich dir Tschüss, schöne Weihnachten, schöne Bescherung, schöne Urlaub, weil das ist auch Urlaubsseite. Und bis nächstes Video. Tschüss.